So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play F18 Carrier Landing. Das machen wir jetzt mal als Shortplay. Ich werde es hier gar nicht so folgenmäßig reingehen. Außer natürlich, ihr sagt, Leute, ihr sagt jetzt, was ist ich hier, mach mal noch ein bisschen. Und zwar werden wir mal eine Kampagne spielen, so ein bisschen. Im Flugzeugsimulator. Ich weiß auch gar nicht, ob wir uns jedes hier leisten können. Ich weiß auch nicht, wo mein Husten auf einmal herkommt. Ja, fangen wir mit dem kleinsten an. Super Hornet. Intruder. Super Tomcats. Dieses Spiel war zuletzt kostenlos im Amazon App Shop. Wer mir in einem sozialen Netzwerk folgt, der hat das mitbekommen, denn da habe ich es ja rechtzeitig geteilt, sodass man sich es noch schnell ergattern konnte. Und wir werden einfach mit dem ersten hier vorne anfangen. Ich weiß nicht so richtig, ob das einen Schwierigkeitsgrad gibt. Und zwar machen wir zuerst mal die Flugstunde. Ich habe das schon mal probiert. Ich gucke einfach mal schnell wegen der Lautstärke. Pass mal auf. Das ist jetzt nun voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir machen es mal so. Ja, 7, machen wir so. Ich glaube, ich weiß aber nicht so ganz genau, was zu laut und was zu leise ist. Wir spielen im normalen Flugmodus. So, wir fliegen ja nicht über die Alpen. Jetzt machen wir das. Das machen wir jetzt mal an, dann erhöhen wir mal den Schub, das kenne ich schon. Und dann heben wir mal ab, indem ich das Flugzeug, das Gerät neigen, ne? So. Fahr das Fahrwerk ein, da müssen wir hier unten hindrücken. Cool. So, jetzt fliegen wir mal. Mit voller Pulle. Folge den Radaranweisungen. Wir müssen so ein bisschen. So. Nähere dich dem Stützpunkt und leite die Landung ein. Ich bin ja eh der beste Pilot ever. Ich habe ja vor 15 oder 20 Jahren habe ich das letzte Mal einen Flugzeugsimulator gespielt. Da war ich natürlich schon sehr grottig schlecht drin. Auf ein Viertel reduzieren. Wir verringern jetzt die Geschwindigkeit. Wir fahren schon mal die Räder aus. Kommen Sie, da kommen Sie, da kommen Sie. Jawohl. Besser so. Jetzt verringere die Geschwindigkeit und reguliere die Höhe über den Schub. Ich weiß nicht, was jetzt hier das Beste ist. Achso, 4300 Foot Höhe. Optimale Landegeschwindigkeit ist bei 190 Knoten. Da sehe ich die Landebahn. Wir wollen es mal. Wir sind ja der perfekte Megapilot. Bringe die Schubanzeige nach der Landung auf 0. Jetzt bist du bereit. Viel Glück, natürlich. Wenn nicht ich, wer dann? So, kann ich das Telefon gar nicht neigen, so doll. Noch 2200 Fuß hoch. Ich bring's mal schon jetzt so fast gegen 0. Wir visieren die Landebahn an. 1000 Fuß, 900 Fuß, noch 700 Fuß, 640. Landebahn ist lang genug. 400, 300. Wir nehmen Schub ganz raus. Und wir sitzen auf dem Boden. Jawohl. Bremsen, wo ist die Bremse? Knoten 300. Ey, fassungslos bin ich. Wir haben es geschafft. Ich habe, muss ich zugeben, schon dreimal geübt, aber ich habe es jetzt zum allerersten Mal geschafft. Haha, wir waren erstmal relativ gut. Schauen wir uns das doch mal im Ganzen an. Jetzt, in dieser Einführung erfährst du alles über das HUD und die angezeigten Fluginformationen. Ich bin der Fluglehrer, zurzeit steuere ich das Flugzeug. Wenn du dieses Symbol siehst, musst du den entsprechenden Steuerungsbefehl drücken. In dieser Einführung erfährst du alles über HUD und die angezeigte Fluginformation. Ja, dann erklär doch mal. Ich kann nichts machen. Ich neige oben links auf dem Bildschirm, siehst du deine aktuelle Flugzeit. Also ist es die Uhrzeit, wie lange ich schon fliege? Okay. Die Geschwindigkeit wird in Knoten angezeigt. Ja, okay, gut, verstehe ich. Knoten. 580 Knoten. Die Flughöhe ist in Fuß angegeben. Gut, hatten wir auch schon gesehen. Ja. Haben wir da unten, das ist der Kompass. Das Radar informiert dich über deine Route und über die Position des ausgewählten Zielobjektes. Okay, sehe ich.
So, was haben wir da noch? ARP1 Target. Informationen zur Identifizierung des aktuellen Objekts erscheinen innerhalb des Quadranten 1. Die Entfernung in Meilen wird rechts angezeigt. Aha, das ist die Distance in Meilen. Okay. Wir wollen also zu ARP1. Wir haben noch 10,3 Meilen vor uns. Bringe das blinkende Dreieck ins Zentrum oben, um in Richtung des Objektes zu fliegen. Alles klar. Auch nicht so schwer. Bei der Landung kannst du die Landebahn mit dem entsprechenden Symbol abgleichen. Aha. Wechsel das Zielobjekt, indem du den entsprechenden Quadranten auf dem Radar berührst. Also. Da wahrscheinlich. Wechsel die Ansicht, indem du auf die Kameratasse tippst. Aha. Ah. Dies ist der Cockpit-Modus. Wechsel die Ansicht erneut. Dies ist der HUD-Modus. Halte die Taste gedrückt, um zur externen Ansicht zurückzukehren. Aha, sind wir wieder da. Das war's schon. Bingo. Super. Was haben wir noch als nächstes jetzt? Ich bin der Fluglehrer, zurzeit steuere ich das Flugzeug. Dann musst du darauf drücken. Okay, alles klar. In dieser Einführung erfährst du alles über die Schubkontrolle und das Fahrwerk. Ja, bitte, zeig mir das mal. Muss ich irgendwo drücken? Nö, gut. Die Schubkontrolle ist sehr wichtig. Die ist ja hier unten links. Ja, ja, komm hier, ich kann schon lesen. Mit dem Schub steuerst du die Triebwerke. Ja, okay. Habe ich schon gesehen. Kommt eine heiße Flamme hinten raus. Oh, Hammer. Oh. Gehe auf 400 Knoten. So. Machen wir langsam. Ja, ja, nicht ganz runter muss ich noch nicht. Ne? 400 Knoten. Schub ausmachen. Ich bin ja kein Segelflugzeug hier. Ich spiele immerhin mit einer, was ist denn das, mit einer F-18? Ach komm, mit sowas käme ich nie aus. Bitte hatet mich dafür nicht. Ich habe da keine Ahnung von. Ich will nur Flugzeug fliegen. Haben wir, 400 Knoten haben wir. Siehste. Sehr gut, denke daran, bei unter 150 Knoten kann es bei der FA-18 Super Hornet zum Strömungsabriss kommen. Aha. Mit der Luftbremse kannst du schnell Geschwindigkeit und Höhe drosseln, ohne abtauchen zu müssen. Aha. Reduziere mit den Bremsklappen die Geschwindigkeit bis auf 300 Knoten. Ach, guck mal an. Oh, hier. Da können wir den Schub also lassen und können das zum Landen nutzen. Keine Ahnung, ob das so funktioniert. 300 Knoten. Ausgezeichnet, kommen wir jetzt zum Fahrwerk. Zeig mir das Fahrwerk. Wo ist es? Wo ist das Fahrwerk? Komm, komm. Da ist das Fahrwerk. Drei Warnleuchten zeigen den Status des Fahrwerkes an. Rot, wenn es sich bewegt. Grün, wenn es ausgefahren ist. Na bitte, machen wir doch. Tippe drauf, machen wir. Jetzt ist es rot, weil es sich bewegt. Jetzt müsste es draußen sein. Dieser Befehl lässt das Fahrwerk nur bei geringer Geschwindigkeit ausfahren. Mit ausgefahrenem Fahrwerk wirst du langsamer. Aha. Fahre das Fahrwerk jetzt wieder ein. So. So. Gecheckt. Der Befehl für die Landeklappen ermöglicht ein besseres Flugverhalten bei geringem Tempo. Aha. Landeklappen. Die hatten wir doch vorher noch nicht. Super. Na dann können wir ja jetzt mal voll durchstarten, nicht? Ach, was ist jetzt noch? Gibt es was, was ich noch nicht weiß? Kann doch schon fliegen. Steuerung während des Flugs. Okay. Zeig an, los, komm. Ah, ja, cool. Ich übergebe dir das Höhenruder. Bring das Flugzeug über 5000 Fuß. Na, dann einfach mal hoch. Ach so, wir sind ja schon bei 7800. Also, wenn wir runter müssen, wir. Unter 5000 Fuß. Da stürzen wir einfach mal. Oh, das ist ein bisschen gefährlich hier gerade so. Sind wir? Gut gemacht. Jetzt steige hoch auf 6000 und stabilisiere das Flugzeug. Geht steil. So. Gut, nehmen wir uns das Seitenruder vor. Wo ist das Seitenruder? Achso, ja, ist klar, logisch. Es geht ums Kurvenfliegen. Neige das Flugzeug nach rechts ab und stabilisiere es wieder. So. Cool. Jetzt wieder nach links. Zoom. Oh. Was ist passiert? Das war ein bisschen steil jetzt, ne?
So. Okay. Ach, krass, dass unser Flugzeug so kann. Jetzt üben wir es mit Trainings-Carries. Okay. Will ich sehen, los, komm. Oh. Cool. Dann mal da durch. Summ. Wo ist das nächste? Da. Ja. Folge dem Radar bis zum nächsten Ziel. Das sehen wir natürlich da unten. Das sieht man ja ganz deutlich. Summ. Komm, hier gib mal ein bisschen Schub. Ist ja nur nicht von gestern. Das war's schon. Ha, na bitte. Wenn wir nicht der perfekte Pilot sind, wer dann? So, jetzt zeigt man mir, wie man auf dem Stützpunkt landet. Hat man doch schon. Wir fliegen mal hin zum Stützpunkt. Wir haben noch 8,2 Meilen vor uns. Los, 7,2 Meilen. Nähere dich dem Stützpunkt und beginne mit dem Landevorgang. Dazu müssen wir dann die Räder ausfahren. Die Landeklappen haben wir auch noch. Wir werden dann gleich abstürzen. Pass mal auf. Gleich brennt uns das Flugzeug ein. Reduziere den Schub auf ein Viertel. Haben wir. Wir dürfen nicht zu sehr. Fahr das Fahrwerk aus. Warte mal, hier war doch irgendwo dies. Speed. Wir sind immer noch zu schnell. Speed. Das klappt nicht, wir stürzen ab. Viel zu schnell. Müssen wir mal durchstarten nochmal. Okay, wir müssen nochmal durchstarten. Okay, so. Müssen wir nochmal umlenken. Wir machen es mal so. Wir fliegen mal so lang nochmal. Wir fliegen mal von der anderen Seite nochmal ran. Speed. Okay, wir waren also zu schnell. Ja. Scheiß Berge hier. So. Wir nehmen nochmal Anlauf. Achte auf den Schub. Wie war denn das jetzt? Jetzt habe ich das mit den. Ach so, ich habe das Falsche. Was ist denn das gleich nochmal gewesen? Das ist die Bremse, ne? Ja, genau, alles klar. So. So, jetzt werden wir nochmal umlenken. Wir reduzieren den Schub schon mal ein bisschen. Jetzt sind wir wirklich ein Segelflugzeug. Wir haben noch 4 Meilen. So, da ist die Landebahn. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Wir bremsen. Schub ist runter, wir bremsen. So, jetzt können wir auch, glaube ich. Wir sind immer noch zu schnell. 190 Knoten müssen wir drunter gehen. Das schaffen wir ja nicht mal. Fahrwerk. Oder die Knoten könnten wir noch schaffen. Ah, das ist sehr, sehr knapp. Ach, Scheiße. Ach, Mist. So, nochmal. Wir waren also definitiv zu schnell. So gut. Wissen Sie Bescheid. Ach. War aber viel zu schnell. Das war aber vorhin leichter, finde ich. Nähere dich dem Stützpunkt. So. Pass mal auf, jetzt verringern wir schon mal langsam den Schub gleich. Wir bremsen, wir müssen auch schon mal abbremsen. Guck mal, wir haben noch 5 Meilen. Wir verringern den Schub. Jetzt müssen wir abbremsen. Das nützt jetzt nun mal nichts. Ich weiß auch nicht, was. Ach so, das ist ja dann für später. Bremsen muss ich. 400. Ach, guck mal. Zweihundertfünfundachtzig, 270, 220, 230 Knoten. Fahrwerk so raus mit den Rädern, die sind draußen.
Okay. 500 Fuß. 300, 200, 100. Jawohl, wir sind gelandet. 100, ach komm, ich bin 125 Knoten. Jetzt müssen wir bremsen. Okay, so, na bitte, wenn das mal nicht perfekt funktioniert hat. Sowas von genial. Jetzt pass auf, nochmal. Wir müssen erstmal wie hier noch 9 Meilen. Das wird man sich, wahrscheinlich wird jetzt die Flugstrecke nur etwas kürzer ausfallen. Ja, wir folgen mal der Radaranzeige, natürlich. Fliegen wir volle Pulle noch 7 Meilen. Pass mal auf, bei 5 auf dem Flugzeugträger, na Alter, das ist ja gleich hier die dritte Flugstunde und schon geht's auf dem Flugzeugträger. So, ich nehme schon mal den Schub raus. Und auf dem Viertel. Ich bremse schon mal. Wir müssen irgendwie was so bei 200 Knoten mit der Geschwindigkeit liegen, damit wir realistisch anhalten können. Nach 2,98, 2,8 Meilen. Ich hoffe mal, dass die Landebahn auch genau in unsere Richtung jetzt liegt. Okay, es kann die Räder können wir schon ausfahren. Wir haben noch einen ganz geringen Schub. So, das ist natürlich gut. Bei niedriger Geschwindigkeit können wir dadurch gut kontrollieren. Wir sind bei 300 Fuß Höhe, noch 300 Fuß, 307, 308, 326. Was ist das? Was baumelt denn da hinten rum? Wir werden immer langsamer. Ist das da hinten unser Knoten, unser Seil? Was ist das? Ich glaube, wir schaffen das nicht. Sind wir zu tief? Was ist das? Wir sind zu tief gewesen. Genau dagegen geknallt. Ach Mist, ja. Nochmal, das will ich jetzt schaffen, noch auf dem Flugzeugträger zu landen. Ich habe zu früh den Schub rausgenommen, habe zu sehr gebremst. Es war ein Müh, es war ein absolutes ein Müh. So, na dann nochmal. 6 Meilen. Okay. So ungefähr 5 Meilen vor Antritt nehmen wir den Schub. Wir reduzieren den Schub mal, also ungefähr auf ein Viertel. Dann bremsen wir stark. Wir bremsen stark. Gehen schon mal in den Sinkflug. Aber nicht so tief runter vielleicht. Guck mal, wir sind noch 2000 Fuß in der Höhe. Wir bremsen. Kann ich schon, jetzt kann ich also die Räder schon auch, bei 300 Knoten kann ich die Räder schon ausfahren. Da werden wir also auch, dadurch haben wir ja eh langsamer. So, jetzt müssen wir bei niedrigen Geschwindigkeiten müssen wir die Klappen runterfahren. So, jetzt warten wir. 240 Knoten. Ich bleibe mal noch ein bisschen höher. Wir müssen noch ein bisschen, ein kleines bisschen müssen wir noch lenken. Jetzt sind wir zu schnell. Okay, wir hätten es fast geschafft. Was für eine Anzeige? Okay, wir drehen jetzt nochmal um. So, du kannst durchstarten, wenn du das Seil verfehlst. Ich muss die ja jetzt eh nochmal, ich muss die ja nochmal durchstarten. Achso, wir müssen. Nützt nichts. Müssen wir von da vorne nochmal anfliegen. Mann, wir hatten schon mal aufgesessen auf dem Flugzeugträger. So, der optimale Anflugwinkel. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Wir reduzieren nochmal den Schub. So.
versuchen es nochmal. Wir bremsen. So, die Klappen sind ganz runtergefahren. Wir sind noch manövrierfähig. 340 Foot. Wir haben noch einen leichten... Wo ist denn zu weit links? Zu weit rechts? So, wir müssen ganz stark bremsen. 170 Knoten und wir verfehlen die Landebahn. Nein! Ah! Nein! Ah! Wasserlandung! Ah, shit! Nochmal, das schaffen wir jetzt. Es ist diesmal kein Shortplay, es ist mehr so ein Unplay. Also anspielen, meine ich damit. Wirklich kurz ist es nicht, aber was soll der Geiz? Zeit haben wir doch. Aber wir wollen ja mal gucken, wie das Spiel so ist. Wenn es dir kaufen möchtest. Ich glaube, es kostet 4,40 € im Normalfall. Und es war, wie gesagt, letztens kostenlos im Amazon App Store. Es lohnt sich immer mal, da in meine, ja, auf meine Pages zu schauen. Überall. Egal wo. Es ist ganz egal, weil eh alles von Google Plus ausgeht bei mir. Immer mal hinzuschauen. Für Android-Spieler lohnt sich das immer mal. Dann teile ich solche Sachen mal mit, wenn ich sowas entdecke. Ich habe ja alles im Blick. Play Store, App Store. Okay, 325 Knoten. Wir sind zu schnell noch. Also Landevorgang etwa mit 170 Knoten einleiten. Nein, das klappt wieder nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Aber im Durchstarten bin ich der Boss. Scheiße hier. Ich habe das Seil wieder verfehlt. Was für ein Seil? Was für ein Seil eigentlich, frage ich mich. Enemy Radar, Fuel. Also ehrlich, kann man hier auch noch Angriffe auf Gegner fliegen oder was? So, jetzt landen wir mal verkehrt rum auf dem Schiff. Flugzeugträger. So. Schub ist raus. Wir bremsen ab. Es sind einige Fuß zu weit oben. Was ja aber theoretisch erstmal jetzt im Moment nichts ausmacht. Wir sind langsam. Wir fliegen an die Landebahn. Aber wir sind zu schnell. Nein, nein, oh! Was ist denn das? Ich krieg das nicht gepeilt hier. Zu hoch und zu schnell gewesen. Fuck, ey. Das gibt's ja gar nicht hier. What the heck? So, wie viel sind wir jetzt weg? 1,8, 2 Kilometer, 2 Meilen. Ich glaube, das reicht. Wir landen, schaffen das schon. Gegen die Berge zu fliegen habe ich jetzt nicht vor. Da fliegen wir geschickt rum. Schub raus. Noch 2,3 Meilen weg. Wir sind recht schnell. Wir sollen landen bei 270 Knoten. So, Höhe ist jetzt 800 Fuß. Okay. Versuchen wir mal die Geschwindigkeit beizubehalten. 180, 170 Knoten. Höhe 400. Ganz ehrlich, jetzt musst du mir natürlich nur mal erklären, wo ist denn da ein Seil, an das ich ran muss. Warum? Was ist los? Was ist los? Wo willst du hin? Ach, das ist doch nicht zu fassen. Okay, ich pack's nicht. Ich check das nicht. Was mache ich denn hier falsch? Alter, Falter. Kann wohl so schwer nicht sein hier. Gib Gas da. So, bei 5 Meilen Abstand nehmen wir alles raus. Schub. Dann werden die Landeklappen ausgefahren, die Bremse rausgefahren.
Ich weiß aber nicht, wie, was wir für eine Höhe brauchen. Wir sind schon zu hoch mit 2000 Fuß, das ist schon sehr hoch. So, jetzt gehen wir auf ein Viertel runter, wie wir es gelernt haben. So, dann... Das können wir natürlich, weil wir zu schnell sind, nicht ausfahren. Deswegen bremsen wir schon mal. Ich glaube, was hatte ich? 325 Knoten, dann kann ich dieses, das Fahrwerk ausfahren. Höhe von 500 Fuß sollte reichen. Langsam muss ich immer noch werden. Viel zu schnell. Okay. Viel zu schnell, viel zu schnell. Mit den Luftbremsen, die Geschwindigkeit. So, Schub ist raus. Okay, wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Was soll der Geiz? Okay. Nicht geschafft. Schade drum. Landedeck nicht möglich. Flug zum Stützpunkt ist ganz klar. Wir gucken nochmal anderes Flugzeug. Schauen wir das ja auch mal anschauen. Das auch mal auf dem Landedeck ist. Weiß ich natürlich nicht. Ist das jetzt ein anderes? Schauen wir mal. Ne, ist es nicht. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht ging. Warte mal. Hauptmenü. Menü. Hauptmenü. Zurück. Ich möchte gerne so das nehmen. Ach so. Das ist Freiflug. Naja, klar, ist für einen Freiflug. Gibt so verschiedene hier. Phantom. Harrier, Lightning, Fulcrum Falcon, Greyhound, Corsair. Okay, aktuell 0 Rekord, 0 Blitzlandungen, Profilandungen, kann ich alles, bin ich zu schwach für. Gut, ich lasse es einfach mal dabei. Wenn du davon mehr sehen willst, schreib es mir in die Kommentare unter das Video. Ihr seid gerne dazu eingeladen, immer schreibt, was ihr wollt. Ihr könnt mir Märchen drunter schreiben, ihr könnt mir Fanfictions schreiben, mir ganz egal. Schreibt mir alles, was ihr wollt unter diese Videos. Aber natürlich auch, ob ihr von so einem Shortplay nochmal mehr sehen wollt, ob ihr mal gucken wollt, ob ich es vielleicht doch noch schaffe, auf dem Flugzeugträger zu landen. Wenn du Bock hast, schreib's drunter. Ansonsten lasse ich es erstmal als angespieltes Short-Longplay unten einfach in der Shortplayliste drin. Kommt noch ein bisschen mehr dazu in der nächsten Zeit. Ich habe noch ein paar Spiele, die ich euch noch zeigen möchte. So eine Zwischendrin-Spiele ohne viel Story. Und wie gesagt, wenn ihr mal Bock habt, irgendwie sowas zu sehen, schreibt drunter. Also, ich sage erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Hau rein und alles Gute. Euer Quitschibu.